Zeit, ein längst überfälliges Versprechen einzulösen. Hat ja schon immer mal wieder angekündigt, ja, machen wir, zeigen wir, habe ich hier stehen. Habe ich nun wirklich hier stehen. Die 42502, die Tierarztpraxis mit Haustieren. Relativ neues Set, habe es auch selber so noch nicht gesehen. Also schauen wir uns das gemeinsam an. Das ist die Box, relativ groß. Ist ja auch, hoffe ich, doch recht viel drin. Gucken wir mal. Ah, die Box hat so 39 cm und ist hoch 23, tief ca. 11 cm. Angabe, Altersangabe 3 bis 8. Naja, ich finde also für 3 ist es ein bisschen zu, wirklich viel zu viel Kleinkram. 8 Jahre halte ich für zu gering. Also ich finde, weil das kann man doch auch sehr gut als Display und ähnliches nutzen. Vorne ist mal so das komplett aufgesetzt. Hier an der Seite sieht man mal die Praxis ohne irgendwas mit dem Stall dahinter. Da muss auch ein kleines Kaninchengehege dabei sein. Und hier sehen wir den kompletten Inhalt. Das ist das Gebäude, soll 22 x 20 cm sein, also recht groß. Ein Anbindestrick oder was auch, Strick natürlich nicht, Quatsch, Balken für Pferde oder sonstiges, was halt kommt. Ein Fohlen, die Tierärztin, die anscheinend ein paar Gelenke zu bewegen hat. Ein Dalmatinerwelpen, eine Maus oder Ratte, werden wir noch genauer schauen. Zwei Kaninchen, ein Kätzchen, jede Menge so Kleinkram, Röntgengerät, ein transportables, Decken, Fläschchen und 4 Zaunteile. Dann sieht man hier noch so ein paar Sachen, so ein paar Einstellungen, was, wo, wie man machen kann. Da kommen wir vielleicht später zu, da schauen wir uns mal an, ob man das auch wirklich so machen kann. Hier scheint noch eine Tür zum Öffnen zu sein. Und der übliche Hinweis auf weitere Sets von Schleich. Das ist irgendwie das Baumhaus, das ist, glaube ich, der große Bauernhof. Hier ist nochmal so ein Stall. Und nochmal das Kaninchengehege. So, ohne mehr ist noch nicht drauf. Oh, es klappert aber sehr verheißungsvoll. Hier ist nochmal das Fohlen. Öffnen wir das doch mal, oder? Schnück. Ups. Geh auf. 1, 2. Und gucken mal, was uns da so erwartet. Ah. Jede Menge Überraschungen. Ups, da kommen mir gleich die Kaninchen entgegengeschossen. Klapp, klapp, klapp. Leer. Komplett leer. Stellen wir mal zur Seite. Schepper natürlich trotzdem wieder irgendwo gegen. So, sortieren wir mal. Das ist das Dach. Das dürfte die Grundfläche sein. Das dürfte auch ein Teil von der Praxis sein. Ah, der Tisch ist in einem, also das brauchen wir gar nicht großartig aufzubauen. Hier haben wir die Zaunteile. Erstes Tier. Die beiden Seitenteile. Was ist das? Das ist irgendein Kleinkram. Nochmal Kleinkram. Oh, ja, es ist eindeutig ein Kätzchen. Die Tiere legen wir mal hier hinten zur Seite hin. Dass wir das gemeinsam haben, die Person, das Zeug. Schauen wir uns später an. Den Zaun. So, was haben wir hier noch für Überraschungen? Also hier ist wieder der übliche kleine Katalog mit allen möglichen Sachen drin. Schon mehrfach gesehen haben. Gehen wir auch nicht weiter drauf ein, weil ist ja eigentlich uninteressant. Legen wir gleich in den Karton zurück. Zack. So, dann haben wir hier die Aufbauanleitung. Ups, sie ist nicht geheftet, wie ich gerade feststelle. Da können wir doch. Das sieht ja interessant aus. Da können wir doch nachher mal schauen. Hier ist nochmal, dass wir kontrollieren können, ob auch alles da ist. Jedes Teil nochmal einzeln genutzt oder einzeln aufgelistet. Inklusive der Tiere und des Zubehörs. Haben so ein hilfreiches Hühnchen. So. Oh, das ist ja ganz nett, ne? Dass wir da so ein Hühnchen so angeleitet werden, was wir tun sollen. Das Ganze gibt es auch nochmal. Rausgefallen ist. Doch, sieht so aus. Das ist natürlich, da es nicht geheftet ist, ist es einfach rausgefallen. So, so gehört das dann. Schauen wir uns das gemeinsam an.
Ein Bogen mit Aufklebern, den wir so nicht verwenden werden. Ich bin da kein großer Fan von, weil ich finde sowas immer schöner als Druck. Es gibt einige von euch, die mögen die Aufkleber. Ich finde, sie halten halt einfach nicht so lange. Wenn so ein Aufkleber mal einige Zeit drauf ist, man hat es ein paar Mal in der Hand gehabt, da fängt es an, sich an den Seiten aufzustellen und sieht einfach nicht schön aus. Ein Druck ist da eigentlich immer ein bisschen eine elegantere Lösung. Aber wie gesagt, wer es mag, man kann sich natürlich, der Aufkleber hat natürlich den Vorteil, man kann sich hinkleben oder auch nicht hinkleben oder hinkleben, wo man möchte. Aber die meistens in einer speziellen Größe sind für, naja, doch einen ganz speziellen Platz. Das tut man ein bisschen variieren, ein bisschen schwer. Legen wir mal die Aufkleber zur Seite und wenden uns doch als erstes mal den Haus zu. Oder was wollen wir denn zuerst? Gucken wir doch mal. Als erstes sollen wir auf dem großen Teil den Aufkleber draufkleben. Das werden wir natürlich nicht tun. Oh, da ist es. Ja, ich würde sagen, das ist eine Ratte. Aber das packen wir nachher noch aus. So, machen wir als erstes mal das eine Teil auf. Ich sage ja immer auch von Tüten. Jetzt weiß ich nicht genau, warum jetzt hier jedes Teil in eine extra Tüte gepackt werden musste. Bei den Tieren verstehe ich das, weil das sind meistens Sammlerprodukte, dass sie nicht verkratzt werden etc. Das machen sie auch sehr schön und das ist auch gut so. Aber hier diese Teile, die einfach nur weiß sind, und das war ja jetzt auch nicht in einer extra Tüte. Und das. Also dem passiert ja eigentlich auch nichts. Oder man hätte zumindest die beiden zusammenpacken können. Das war nur ein Fussel, ich dachte, das ist jetzt schon ein Kratzer. Oder es hätte irgendeine Macke. So, das ist das eine Teil. Da sollten wir eigentlich diese Röntgenaufnahme der Katze draufpacken. Wie gesagt, machen wir nicht. Sollen das in diese Bodenplatte einklicken. Die Bodenplatte soll so liegen. Und dann muss das Ganze wohl einfach nur hier so liegen. Stellen wir es mal hin. Einfach ist gut. Braucht schon einiges an Kraft. Soll aber genau hier rein. Passt. Wackelt und hat Luft. Sitzt auch recht stabil drin. Ist allerdings ein bisschen mehr, ich weiß noch nicht so genau, wenn man es wieder auseinandernehmen will, ob das so gut ist. So, als nächstes hätten wir die Seitenwand. Die Tür nach vorne. Legen wir auch das mal hier zur Seite. So, da haben wir so einen kleinen Hinweis, dass wir haben jetzt hier so eine kleine Schiene, so eine kleine Öffnung. Da sollen wir, das habe ich natürlich jetzt falsch rum in der Hand, diese kleine Kante reinschieben. Sieht man, glaube ich, ganz gut, oder? Ja. So, das machen wir dann auch mal. Gehst du da wohl rein? Ja, aber mit dem Reindrücken. Das sitzt schon sehr straff. Aber natürlich ist es dann hier wunderbar übers Eck verbunden. Das ist eine absolut stabile Konstruktion. Also die kann man überall dran tragen und wegnehmen. Gar kein Problem. So, oh, da haben wir gleich noch den nächsten Bauschritt drin. Wir sollen das hier, wenn ich das richtig sehe, so drum aufpacken. Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir gemeinsam. Zack, zack. Schon ist die Hälfte unserer Praxis aufgebaut. Geht flott. So, dann hätten wir hier für dieses, das ist die Theke vorne oder sowas, eine Waage und Aufbewahrungsställchen, Einlagerungsteil, was auch immer. Die nächsten Aufkleber. Also es würde wahrscheinlich das Stroh, wenn ich es hier richtig sehe, käme hier rein. Diese Matte für die Waage, dass die Tierchen nicht runterrutschen, käme hier drauf. Und hier sehe ich jetzt im Moment nichts. Wie gesagt, machen wir nicht. Weil wer das mal irgendwann kauft, kann sich das dann selber draufkleben oder auch nicht. Wenn man einen Aufkleber draufklebt, immer vorher die Fläche nochmal sauber machen. Also sprich, nimmt ein bisschen, man nimmt, kann einfach so ein Küchenkrepp nehmen, einen Tropfen Spülmittel, gut einreiben und dann abspülen, trocken reiben und nicht wieder anfassen. Weil jetzt habe ich hier drauf gefasst, das sieht man jetzt eigentlich gar nicht mal,
Aber da ist so ein ganz feiner Film drauf, die Hände sind immer ein bisschen fettig. Und an den Stellen kleben die Aufkleber nicht richtig. Wer draufkleben will, Fläche gut reinigen, dann hält es auch länger und hat mehr Freude dran. So, das nächste hätten wir. Oh, da brauchen wir Kleinteile, die ich schön zur Seite geräumt habe. Hier war unser Tütchen mit den Kleinteilen. Also aufbauen lässt sich das bis jetzt sehr problemlos. Es geht auch sehr schnell. Also wenn ich nicht quatschen würde, hätte ich es wahrscheinlich schon fertig. Und gucken wir mal, das ist hier so eine Markise. Die soll hier rein. Da haben wir hier zwei so kleine Haken, so Haken, so Pins und hier die entsprechenden Öffnungen dazu. Dann Pins in die Öffnungen, Markise dran. Wunderbar. So, ach, dann kommt schon das Dach. Das Dach ist nur so halb, dass man es gut bespielen oder einsetzen, dekorieren oder was auch immer man damit machen möchte, machen kann. Finde ich eigentlich sehr nett. So, Dach kommt genau so drauf. Wir haben hier so eckige kleine Stutzen. Die passen genau hier in diese eckigen Vertiefungen rein. Das ist an mehreren Stellen. Das sieht man, hier sind zwei, drei, also an drei Stellen und hier nochmal an zwei Stellen. Es dürfte also sehr gut halten, wenn man es denn richtig macht. So, machen wir es erstmal an der einen Seite. Zack, zack. Und dann können wir uns auch nochmal sehen, dass das auf der anderen Seite auch gut reinpasst. Genau, zack. Das knackt jetzt nicht, das kann man einfach so reinschieben. Weil es ist auch ein bisschen, würde ich jetzt sagen, wenn ich es jetzt beurteilen würde, vielleicht ein bisschen einen Tick flexibler als das untere. Schon haben wir die kleine Praxis im Grundgerüst aufgebaut. Kommt da eigentlich oben noch was rein? Sieht es aus, wenn man hier noch was drüber ziehen könnte. Glaube ich jetzt zwar nicht. Was ruschelt da? Nichts. Ich dachte schon, meine nicht mehr vorhandene Katze würde sich hier reinschleichen. So. Dann Bauschritt 9. Wir haben hier sowas. Das ist. Ich habe schon gedacht, gerade was das für komische Näpfe sind. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen ulkig. Da haben wir noch mehr Kleinzeug. Genau, da sind diese Sachen drin. Also bei den kleinen Teilen sehe ich das durchaus ein. Die sollten schon in der Tüte sein, weil sonst, wenn so ein Karton mal nicht ganz so zu ist, ist der Verlust dieser kleinen Teile sehr groß. Das sind hier so kleine Lichter, die einfach so ausschauen wie so kleine Strahler. Die kommen dann hier in dieses Teil rein. Einfach hier reingesetzt. Zack, einmal, zweimal. Komm her, du drittes Teil. Und schon haben wir schön kleine. Leuchtet natürlich nicht, aber schimmert so ein bisschen, sieht gut aus. So, gehen wir mal hier zu, weil gucken wir, was die von uns noch wollen. Ah, da müssen wir den Arm zusammenbauen. Da haben wir jetzt mehrere Gelenkteile. Sind die, glaube ich, alle gleich, oder? Will nur verhindern, dass wir irgendeins länger haben und dann ist der. Nee, die sind aber alle drei gleich lang. Damit dürfte es egal sein, in welcher Reihenfolge wir das machen. Hier sieht man es noch mal ganz gut. Kann man das mal so ein bisschen hier hinlegen, vielleicht? Dann sieht man auch mal. Hier sieht man das. Also fangen wir unten an. Wir haben jetzt hier unsere Lampe. Die drehen wir so auf dem, praktisch, dass wir den Oberteil sehen. Das Oberteil, natürlich nicht den Oberteil. Das Oberteil wird hier einfach eingeklackt. Erste Drehbewegung. Dann haben wir einen Arm, der so hier drauf geht. Ist natürlich nur ein bisschen schwierig, wenn ich das dann so halte. Und dann nochmal den Arm, der hier oben drauf gehen soll. So, damit müsste eigentlich die Konstruktion dem hier auf dem Bild entsprechen. Man hat jetzt also hier doch ein paar Gelenke. Man kann das also hier drehen. Man kann das drehen. Man kann das drehen. Ah, jetzt weiß ich auch wahrscheinlich, wofür das da oben ist.
gucken wir mal. Seite 11. Genau. Wo ich gedacht habe, dass man vielleicht das Dach noch ein bisschen zumacht. Jetzt haben wir das so gemacht. Jetzt geht das da so rein. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Hätte das jetzt anders schöner gefunden. Ach nee, doch, es passt schon so. Es muss schon mit dem Nupfel so rein. Nicht andersrum, es geht mit so rein. Genau, ich hatte jetzt schon gedacht, wir müssten das... Ich hatte jetzt gerade für einen Moment gedacht, wo ich jetzt rumgemotzt habe, dass wir das so reinstecken müssen. Ist natürlich nicht so. Wir stecken das schon so rein. Kann man also, wie man sieht, auch leicht rausnehmen. Also geht es wunderbar. Man kann das Licht genau dort hinpacken, wo man es möchte und wo man es nicht braucht. Einfach nach oben weg. Sehr, sehr schön. Ah, jetzt bekommt unsere kleine Praxis auch ein Fenster. Das Fenster. Ups, Tür und Fenster. Einfacher Plastikrahmen. Ohne irgendwelche größeren leichte Ausstellungen hier. Soll also einfach hier drauf. So, und das ist jetzt fällt. Das ist eingerastet, das ist so eine ganz kleine Vertiefung. Wunderbar. Das ist jetzt hier so ein bisschen. So, das nächste ist die Tür. Die Tür ist wieder ein Klick, weil sie hat so Angeln. Hat auch eine kleine Klinke, die man nicht bewegen kann. Das ist also auch wieder ein einziges Formteil. Eins, zwei. Kann man die Tür in verschiedene Richtungen aufmachen? Ah, es ist. Die Tür kann man natürlich so aufmachen, aber hier ist ein kleiner Haken. Hier. Und damit rutscht sie natürlich nicht, hier dieser Haken, damit rutscht sie natürlich nicht einfach zu, sondern man muss sie wirklich zudrücken, damit sie auch wirklich hier zu ist. Kaffee zurück. Oh, Quatsch, Kaffee. Reiterkaffee habe ich übrigens auch noch irgendwo zum Aufbauen. Darum Kaffee. So, dann haben wir hier das Praxiszeichen. Da käme der nächste Aufkleber hin. Das ist hier das mit dem Pfötchen. Für den Tierarzt. Das hat einfach zwei solche kleinen kurzen Stumpfen. Und wird hier oben reingedrückt. Fix. Das ist doch schon, immer mehr wie eine Praxis. Es ist also auch noch mal genau gezeigt hier, wo die Aufkleber zu platzieren sind. Ich muss es noch mal wieder Hand nehmen, weil das Ganze rutscht natürlich, da das nicht geheftet ist, leicht auseinander. So, dann haben wir hier unseren, was ich vorhin so schön als Anbindestrick bezeichnet habe. Einen kleinen Zaunpol, Anbindeteil, Abgrenzung. Wird auch einfach nur hier reingesteckt. Gibt es ein kleines Klick und schon haben wir das auch hier drin. So, da kommt dann jetzt, wie man hier sieht, die Futterraufe drauf. Das finde ich jetzt hier ein Tier, was wartet. Das ist relativ einfach. Das kann ich auch ein bisschen verschieben. Das ist sehr schön, weil das sitzt gut drauf, aber es rastet nicht ein, sodass ich das wirklich bei Bedarf hin und her. Baumwolle in Blau. Mit dem Baumholz. Kein großes Problem. Also wenn man mehrere Zäune hätte oder Teile, kann man natürlich, wie man sieht, auch unendlich erweitern. So, nächstes hätten wir natürlich wieder mal Aufkleber für den Laptop. Da kann man hier das Laptop. Hier Aufkleber. Dann Aufkleber für die Tastatur und den Bildschirm. Den haben wir dann einen oben drauf und die Tastatur. Thank you.
kann mir diese nicht beliebig stellen. Also ich kann sie ein bisschen halb auf. Ach, und schon kriegen wir einen Druck von Boom. Ist das nicht so? Sonnenschutz und Gewärme von einem Hähnchenbild. So, da sieht man nochmal hier, was man hier aufbaut. Also es ist wirklich super schnell zu machen, super einfach. Hier erklärt, also in welche Richtung man diese Lampe setzen kann. Auch hier, wo was eingeräumt wird. Hier drinnen. Wir haben jetzt so wo es ging. Also es ist nicht gerichtet, es ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben hier so einen kleinen Arztkoffer. Den müssen wir auch. Ah! Das ist mein Gefühl. Ein bisschen vorsichtiger mit angehen. Das war das jetzt. Die Teile sitzen nicht ganz so fest drin, wie wenn man sich das eigentlich verknüpfen könnte. Also wenn man den öffnet, wird man ganz häufig schützig mal. Zumindest bei dem hier, ich weiß nicht, ob es bei allen Teilen so ist, ganz häufig ist. Ja, wenn man sich das vorher anschauen würde, ich nehme es auch kurz runter, weil ich habe nämlich hier oben eine Lasche. Der Deckel geht darüber, also den Deckel erstmal zur Seite ziehen und dann das. Aber es ist wirklich leicht. Es hat keine richtig großen Locken. Hätte man ein klein wenig, wobei bei den ganz winzigen Teilen, ich weiß nicht, ob das so unbedingt besser gehen würde. So, der soll dann, was habe ich zugeklappt, ich bin da auch ein. So, der soll dann hier oben rein. Zack. Immer griffbereit. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch dieses Stethoskop. Also auch richtig mit der Vorderseite, mit einem Links, wo man es halten kann. Und das soll dann hier rein. Halterung gibt es dafür nicht. Dann haben wir die Anweisung, die beiden Kaninchen. Die ja wirklich herzallerliebst sind. Messen wir mal eins aus. Sie sind winzig. Müssen wir uns nicht darüber vormachen, sie sind winzig. Das Ganze hat, ja, 2,5 cm mit Kopf. Und hoch ist es bis zu den Ohren ungefähr 2 cm. Beide hier rein. So, und damit sie auch was haben, sollten wir sie gleich füttern. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum die Hunde... Das Hundedeckchen, die Karotten bekommen hat, aber bunt Karotten. Wie man das, ich glaube, da gab es schon mehrfach diese Karotten. Nett gemacht. Zack, Karotten rein. So. Ich habe es Fohlen vergessen. Hier kommt dann noch das Fohlen hin. Das machen wir jetzt gleich etwas anderes. Stellen wir das vielleicht mal hier so ein bisschen hin. Ja, jetzt könnt ihr das wieder nicht mehr sehen. Es ist nicht zu aushalten. Stellen wir das Ganze mal ein bisschen zur Seite. So kann man das noch gut sehen, glaube ich. Ja.
Ich will es nur einfach in der Reihenfolge machen, wie es hier in der Anleitung drin steht. Dass wir das auch genau nachvollziehen können. So. Hund nochmal zur Seite. Holen. Haflingerfohlen, ungewöhnlich, dass es ein Schleichfähnchen hat. Was ich ja schon häufiger gesagt habe, dass Tiere meistens in den Sets keine Schleichfähnchen haben. Dieses hat ein Fähnchen. Haflingerfohlen, ungefähr 10 cm lang. Und knapp 8 cm hoch. So, und dieses Fohlen hat ein bisschen Schmerz am Bein, wenn ich das so richtig sehe. Dafür haben wir hier eine Bandage. Die ist auch so Gummi. Kann man also auch leicht aufziehen. Und hat so ein gleiches Bandagemuster. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Und hat das dann vorne rechts. Das kann man also ganz locker nehmen, das Pferd, und einfach drum klipsen. Und schon ist das kleine Pony. Nein, ist ja kein Pony, ist das Fohlen versorgt. So, könnt ihr jetzt hier hinstellen. Nein, das steht, glaube ich, außerhalb. Es soll außerhalb stehen, warum auch immer. Stellen wir es außerhalb hin. So, dann haben wir noch, genau, die Flasche. Das ist einfach nur so ein Formteil. Ist auch nicht irgendwie, man kann es auch nicht drücken. Soll hier hin. Gleich ist noch eine Flasche mit Medizin. Hier sieht man noch so einen Angusspunkt. Soll auch hier hin. Und natürlich die Spritze. Wenn ich mir die Spritze anschaue, im Vergleich zu dem Kaninchen, ich hoffe, dass es nicht für das Kaninchen gedacht ist. So. Aber man kann es natürlich nicht noch kleiner machen. Spritze. So. Dann haben wir dort auch nochmal sitzen die kleine Bratte. Ich habe ja gesagt, dass das Kaninchen, dass die Kaninchen klein sind. Nichts im Vergleich zu der Ratte. Nix. Aber sie ist niedlich. Hat einen rosa Schwanz. Sogar eine kleine rosa Nase und ist in den Ohren rosa rein. Das sieht man ja, kann man ganz gut sehen. Die kleine Ratte ist 2 cm lang. Sie soll draußen sitzen, ich setze sie trotzdem mal rein, damit sie nicht verloren geht. Gleiches haben wir noch ein Katzenbaby. Was im Vergleich auch zu den Kaninchen wirklich ein Baby ist. Aber auch hier sind die Augen bemalt, sogar zweifarbig, also mit Pupille. In den Ohren ein bisschen rosa. Und auch eine leicht rote Nase. Aber auch hier, das ist ein bisschen anderes Material, als man es normalerweise von den Schleichtieren kennt. Nicht ganz 2 cm. Zack. Katze und Ratte, beste Freunde. So, das glaube ich waren auf der Seite dann alle. Dann habe ich hier als nächstes, da haben wir schon aufgemacht, weil wir den Kaninchen die Möhren geben wollten, haben hier so ein Hundekörbchen. Das ist ein Hartplastikformteil. So ein bisschen so angedeutet, dass es weich ist. Und dazu haben wir ein Kissen, was kein Kissen ist, aber einen Stoff. Also ein zweiseitig zugenähtes, wie so ein Stoffkissen ohne Füllung. Das kann dann hier rein. So, dazu haben wir dann ein Futternäpfchen mit einem Knochen für den Hund. Wobei man so jung, ja, es ist mehr so ein Kauknochen. Es ist kein richtiger Knochen, es ist ein Kauknochen. Und dazu haben wir hier den Dalmatinerwelpen. Natürlich auch in dem Fall mit Fähnchen. Foto hoch, viele Punkte. Dalmatiner werden ja normalerweise ohne Punkte geboren und die kommen erst im Laufe der Zeit zum Vorschein. So.
Ups. Ja, in dem Fall ist das Fähnchen ein bisschen hinderlich, aber lassen wir es trotzdem dran. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch zu unserem Glück unsere Tierärztin. So, ausgepackt. Da ist sie. Sie kann die Arme bewegen, nach oben. Sie hat hier Plastik dran, hat natürlich wieder kein Fähnchen. Sie hat also die Arme so, dass sie wahrscheinlich auch was greifen kann. Gucken wir mal. Ja, sie könnte zum Beispiel den Laptop nehmen. Und also das geht wunderbar. Damit dürfte sie auch die anderen Sachen, die in diesem großen sind, also hier wieder Stethoskop etc. greifen können ohne Probleme. Kann sie. Gut. So, legen wir das mal nach oben hin. Die Beine sind nicht auseinanderbiegbar, aber sind auch nicht einzeln, sind nur insgesamt nach oben und nach unten biegbar. Also sie ist in dem Fall, wie man es hier sieht, so weit beweglich. Das war's. Also man könnte sie ohne Probleme auch auf die Waage setzen. Sie kann stehen. Sie kann das wahrscheinlich auch greifen, dass man im Prinzip das Ganze setzen kann. So. Und schon haben wir die Tierärztin in der Haustierpraxis. Gucken wir nochmal, ob jetzt hier noch irgendwas ist. Hier sind nur noch so ein paar Szenen, wie man es vielleicht gestalten kann, abgebildet. Also nichts mehr Großartiges. Zu und hier ist nochmal die Praxis als solches und hinten auf der Rückseite die Praxis nochmal mit einigen anderen Sachen, mit dem Tierarzttrack, nochmal dem Hof und nochmal ein extra Kaninchenstall. Wir legen das mal zur Seite und holen das Ganze mal so ein bisschen besser in den Fokus. So. Größen das Ganze mal so ein bisschen und passt es ja nicht mehr ganz drauf. Oder doch, wir kriegen es natürlich immer noch ganz drauf, indem wir es einfach mal so ein bisschen schieben. So. So. Fazit. Nettes Set. Ich würde es fast sogar sagen, es ist ein Sammelset, weil es halt diese kleinen Tierchen hat, die man sonst nicht bekommt. Fohlen und Dalmatiner sind nicht besonders. Die gibt es auch so oder gab es zumindest so. Ich müsste gucken, ob die noch im aktuellen Programm sind. Aber die Ratte, die Katze und die Kaninchen sind auf jeden Fall was Besonderes. Und es ist natürlich auch nett zu stellen. Also man kann eine ganze Menge dabei haben. Hier geht die Tür auf und schon schaut ein Fohlen rein. Na, kommst du wohl rein? Oh, jetzt hat das Fohlen die Katze getreten. Das war nicht beabsichtigt. Da könnte die Katze vielleicht auf den Fohlen. Ja, die Katze kommt auf den Fohlen. Jetzt könnte man vielleicht noch versuchen, die Ratte und so, die Bremer Stadtmusikanten im kleinen Stil nachzubauen. Aber ein nettes Set mit vielen Details, Sachen, die man auch gut für andere Sachen verwenden kann. Also macht einen sehr stabilen Eindruck. Wenn man die kleinen Teile nimmt, man kann es an jeder Ecke anfassen, tragen. Wunderbar. Ich weiß noch nicht so genau, wie es zum Auseinandernehmen wird. Das werde ich sehen, dass wir es natürlich wieder ein bisschen einpacken werden. Aber ich denke doch, dass es ein nettes Geschenk ist. Also wenn sich jemand das überlegt, ob er sowas kaufen soll, einfach zusammenzubauen, man kann fast sofort loslegen. Ob man es sich nun ins Regal stellt oder damit spielt, vollkommen egal, es ist nett. Vielleicht kann man das Fohlen, wenn man solche Praxis aufbauen will, noch durch andere Kaninchen und andere kleine Tiere austauschen. Würde aber nichts im Gegensprechen, wenn hier ein großes Pferd oder eine große Kuh stehen würde. Ist halt nicht nur eine Haustierpraxis. Es ist vielleicht ein Klein- und Großtiere. Das kann man ja machen, wie man es möchte. Und auch den Hintergrund kann man vielleicht auch noch durch, nicht nur durch dieses hier, durch diesen Scan setzen. Man kann natürlich auch alles Mögliche damit machen. Hier haben wir noch so diese Aufkleber, sind so kleine Pflaster und sowas. Das ist natürlich nur einmal zu verwenden. Und manchmal hat man halt auch so Kleber an den Tieren dran. Das ist dann vielleicht auch nicht so schön. Aber wie gesagt, sonst super Set. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen gefallen. Wir haben noch ein paar andere große Sets. Das ist jetzt hier was für den Sonntag. Darum ist auch, natürlich, ich bin ja nicht für meine kurzen Videos bekannt. Ein längeres Video. Und ja, nehmt euch Zeit, schaut es euch an. Und ich hoffe doch mal, dass ihr ein paar Kommentare da lasst. Und wem sowas gefällt und mehr sehen möchte,
dann lass doch einfach ein Abo da. Kostet nichts, macht kein großes Problem. Und wenn man sich benachrichtigen lassen will, die kleine Glocke anklicken. Wenn es hinterher mal ein Video gibt über irgendein Tier oder ein Thema, was man nicht, man muss es sich ja nicht anschauen, aber man wird sofort informiert, ah, das ist wieder was Neues von Schleich, von Collector, von Breyer, das interessiert mich, kommt jetzt mal was anderes, interessiert es mich nicht, schaue ich es mir nicht an. Aber ich verpasse auch nichts mehr. Und damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag, habt viel Spaß und happy collecting!